Willkommen, das ist heute eine zweite Folge von Clash of Clans. Und ja, wie ihr seht, bin ich etwas vorangekommen in der Zeit jetzt, in der Woche. Habe noch ein paar Gebäude aufgebaut. Hier wird gerade der erste Inferno-Turm gebaut von den beiden, die man jetzt bauen kann. Dann Barber King und Boogie Queen, die wird gerade hochgemacht. Naja, dann haben die Clanspiele begonnen. Wir haben jetzt auch schon eigentlich einen ganz guten Fortschritt. Ich meine, es ist jetzt nur noch die eine Stufe und die werden wir auf jeden Fall schaffen, denke ich mal. Weil es ist ja erst seit einem Tag und paar Stunden hat es ja erst begonnen. Wir haben halt ein ganz paar hier, die schon 4000 voll haben. Und ich werde mit meinem anderen Account auch noch die 4000 machen und mit dem hier auch noch. Und dann wird das schon. Ihr könnt auch gerne in den Clan mit reinkommen, wenn ihr es möchtet. Der Clan heißt Clash of Dragons. Und wir sind zurzeit 26 gerade. Ja. Mit meinem anderen Account habe ich auch schon ordentlich gespendet. Also, naja, ein bisschen was gespendet auf jeden Fall. Dann sind wir auch bald Level 2 demnächst. Und, naja, ja, müssen wir auch mal gucken. Das wird schon. Clankrieg haben wir auch zurzeit. Da würde ich dann mal angreifen, insofern ich alle Truppen habe. Obwohl, ja. Naja, wie ihr seht, greife ich auch immer noch mit meinen Ballons an. Ich kann das mit denen einfach irgendwie am besten. So. Dann hier können wir einsammeln. Da können wir auch erstmal noch ein paar Punkte sammeln, theoretisch. Und zwar nehmen wir. Das gibt 100. Das gibt mehr. Ein paar Sterne müssen wir holen. Hier können wir spenden. Geben wir einfach mal das hin. Da gehe ich nochmal ausbilden. Dreimal kann ich ja noch. Da habe ich noch genug Elixier, genau. Weil mein Elixier ist auch relativ knapp zurzeit irgendwie. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Aufgabe fertig. Hier haben wir 1 Million Bauarbeiter-Elixier, aber das kann ich nicht einsammeln zurzeit. Ich werde es hoffentlich noch schaffen. Ja, ich hoffe einfach mal. Das wäre ganz gut. Dann können wir das mal starten. Ja, und wir brauchen eigentlich nur noch Holz, nee, falsches Spiel, wir brauchen eigentlich nur noch Gold. So, was mussten wir jetzt machen? Wir mussten so viele Sterne wie möglich holen, ne? Sehr schön, die Bomben sind weg. Dann, ach so, jetzt habe ich ja noch Mauerbrecher mit, weil ich ja vorhin die Aufgabe hatte mit 350 Mauern zerstören. Deswegen ist das gerade ein bisschen blöd, aber egal. Irgendwie werden wir schon da reinkommen. Ist es schon der Gegner, der jetzt zuguckt, oder ist es einfach nur jemand aus dem Clan? Komm schon bis ans Rathaus ran, Hauptsache, und das holen noch. Prozentanzahl ist sehr traurig bis jetzt. Es wird aber wahrscheinlich ohne besser. Ich habe einfach die falschen Truppen diesmal gewählt. Jetzt geht schon ans Rathaus, bitte. Danke. Hauptsache, ein Stern wäre gut. Ja, da haben wir den einen Stern. Und bei dem wird's bleiben. War ein schlechter Angriff auf jeden Fall. Ich sollte vielleicht die in die richtige Reihenfolge bringen. Weil die hier sollen nicht sein, sondern ich nehme nur Barbaren. So. Ja, hier haben wir auch. Naja, ein paar Aufgaben haben wir fast fertig. Da komme ich auf jeden Fall noch auf Maximum hier. Ich meine, 2600, das sind jetzt noch 530. Die 400 kriege ich durch das Alex-Lager und die Bogentürme. Und dann werde ich bestimmt noch irgendwas kriegen. Ja, das hier zum Beispiel 50. Oder die täglichen sind ja noch 7 Tage, es reicht aus. Bringt das eigentlich was, wenn ich die Aufgaben durch habe und dann noch weiter angreife? Gut, dann würde ich mal sagen, blamiere ich mich jetzt erstmal hier in dem Angriff. Ich könnte auch einfach ganz unten angreifen, dann wird's schön. Unser Dorf, unsere Seite sieht mal wieder richtig gut aus. Ey, wieso? Wir sind schon wieder am Verlieren, würde ich mal so sagen. Die haben wahrscheinlich, genau, die haben Truppen in der Clanburg. Habe ich einen Enderdrachen drinne? Enderdrachen. Nochmal falsches Spiel, Elektrodrache. Ja.
Gut, und der andere, was ist mit dem anderen? Dorf 8. Naja, nee, ich mach mal 7. Ich meine, beide Sterne werde ich auf jeden Fall nicht kriegen. Beziehungsweise alle 3 Sterne eher gesagt. Es wird wahrscheinlich schon mit 2 Sternen schwierig bei mir, mit meiner Angriffsmethode. Aber egal, ich mach's trotzdem. Und natürlich hat der einen Elektrodrachen dort drin. So, nochmal. Und nochmal. Und das machen wir nochmal. So, dann. Jetzt habe ich vergessen, das hier zu setzen. Sehr gut. Ich hoffe einfach, der Elektrodrache. Na, es müsste eigentlich. Ja, genau, hier ist ein Elektrodrache drin. So. Aber es wäre gut. Ja, das Rathaus sollte er kriegen. Dann starten wir mal hier, die Sachen langsam wegzumachen. Hier an den Rand können wir auch noch ein bisschen lang gehen. Das können wir uns holen. Der Elektrodrache von ihm lebt natürlich noch. So, na, nee, so weit auseinander wollte ich so auch wieder, ne. Gut, der kriegt auch wieder nur einen Hit. Na, immer ganz knapp vom zweiten Schuss. Es reicht nicht, oder? Komm schon, jetzt macht den. Ja, sehr schön. Naja, 60% haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann gehen wir noch hier drüben mit ran. Können wir noch hier, damit die vielleicht die Kanone holen. Jetzt ist der Markerturm natürlich wieder dran und die gehen als erstes natürlich auch auf den, auf die Mine, auf die Goldmine. So, das ist weg. Die Kanone ist auch gleich weg. Holen wir noch ein paar Prozente. Aber es wird nicht viel bringen, weil den Klangkrieg werden wir sowieso verloren haben. Vor allem kriegen wir, ich glaube, durch den. Wie heißt das? Na, durch die Spiele da, Clanspiele, bekommen wir wahrscheinlich mehr Clan-EP, als wir durch diese ganzen Clankriege bis jetzt hatten. Oder fast so viel, auf jeden Fall. Ja, braucht man den mehr angucken, der schafft sowieso nichts mehr. So. Naja. Hauptsache 2. Ein bisschen Clan-EP hätte es gebracht jetzt. Gewinnen werden wir wahrscheinlich sowieso nicht. Jetzt habe ich wieder gar kein Elixier, um auszubilden. Genau, da fehlen mir noch 110.000. Ich kann auch niemand mehr trainieren. Schon wieder falsches Spiel. Nein, ich kann auch nichts mehr aufleveln. Naja, dann machen wir hier den nächsten Angriff. Haben wir auch verloren. Sehr schön, auf jeden Fall. Das sieht ja schon mal besser aus. Ein paar einzelne Prozente, die außerhalb liegen. So, dann, wo gehen wir denn hier jetzt ran? Gehen wir mal hier ran. Ist so cool, wie die genau auf den Stein gehen. Auf die Steinmauer. Schöne große Bombe, freut mich auf jeden Fall. Wir gehen mal hier eher nach oben. So, die Kampfmaschine hätte lieber nach unten gehen sollen. Wegen dem Brutzler oder wie der heißt. Komm schon, den müsst ihr wegkriegen, das wäre gut. Das kriegt ihr natürlich nicht weg. Dort gehen wir noch ran. Komm jetzt weg mit dem Ding. Ja, sehr schön. Können wir jetzt hier oben rangehen und uns das Rathaus noch holen. Ich muss noch mehr rein, bevor die nicht mehr ran ins Rathaus ranrennen. Gut, gerade so. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier noch ran, genau. Na, ein paar Prozente wären es noch, aber kein weiterer Stern. So. Die Kanone kriegen sie auch nicht mehr. 65%, naja, es geht. Gut, noch ein paar Prozente. 68, aber das war's dann. Mehr kriegen wir nicht, genau. Gut, 65, 6, nee, 68 waren es sogar. Und wir haben sogar gewonnen. 1 Million, das nächste kostet aber 1,1 Millionen, die Lakaien. Und Gold kostet es noch viel mehr.
So, dann wollen wir gleich mal die Kampfmaschine wieder hier reinsetzen. Das können wir erstmal alles in die Luft fliegen lassen. Dann holen wir uns Hauptsache mal die Kanonen hier alle ein bisschen weg. Damit die nicht mehr ganz so viel Schaden kriegt, die Kampfmaschine dann. So. Die kann jetzt mit rein. Hier draußen ist jetzt alles frei, weil da nichts mehr rankommt. Ist auch perfekt, dass sie einfach stehen bleibt. Und das Rathaus steht auch noch. Das ist genauso. Ist jetzt nicht euer Ernst. Der Zerschmetterer steht immer noch. So. Komm, das haben wir weg, oder? Ja, sehr schön. Dann holen wir uns das hier oben jetzt auch noch. Ja, hier unten hätte ich noch den Uhrenturm holen können. Das wäre eine Idee gewesen. Ja, habe ich aber nie gemacht. Eigentlich kommen sie ja von hier drüben, sollten sie mindestens zwei Gebäude noch kriegen. Weil der Bogi, obwohl der Bogenturm ist halt relativ schnell, wenn das so niedrig eingestellt ist. Aber es sollte trotzdem, ja, das noch. Dann die Hütte hier und den Alex-Sammler, würde ich sagen. Das glaube ich, nee, das schaffen sie nicht mehr. Oder? Na, nee, die Bombe hat's beendet. Sonst hätten sie es vielleicht noch geschafft. 74% ist trotzdem in Ordnung. Und es zählt wieder als gewonnen. Da können wir jetzt auch hier die Lakaien hochmachen. Und da ist es wieder weg. Und jetzt geht's zum letzten Kampf. Wir müssen ja nur noch einen Stern bekommen. Ah, hier sind zwei von denen, die sind nicht so gut. Die Doppelkanone oder wie die heißt. Gehe ich erstmal dort ran, damit ich reinkomme. Komm schon, geht einfach mal rein jetzt. Nein! Geht schon. Die haben auch keinen Bock reinzugehen, ne? In diese Base. So, jetzt sind sie aber drinnen. Das ist schön. Den können wir uns noch holen. Natürlich ist dort eine große Bombe, aber erst Level 1, da ist das entspannt. Dann gehen wir hier ran und schicken die hinterher. Braucht man noch nicht aktivieren, erst wenn es ein Zerschmetterer ist, sonst hast du schon wieder zu viel Leben verloren. Beziehungsweise musst du lange nachladen. So. Komm schon. Ja, sehr schön. Das Rathaus sollten wir auf jeden Fall kriegen. Nochmal können wir es auf jeden Fall nicht aufladen, das wird nichts. Dann gehen wir noch ran und die schicken wir noch mit rein. Und dann sollte es das gewesen sein. Oh, natürlich kommt da nochmal eine große Bombe, das ist sehr schön. Das war Ironie, falls es, ne? Egal, den Stern haben wir ja so. Damit haben wir gewonnen. Und haben die Aufgabe auch erledigt. Ich weiß gar nicht, wie viel mir jetzt überhaupt noch fehlt. So viel ist es gar nicht mehr. 600 Punkte noch. Ich finde diese eine Aufgabe, ich weiß gar nicht. Das ist, na, diese mit diesen 350 Mauern zerstören, wo man einfach 500 kriegt. 500 Punkte, die ist so einfach und geht so schnell. Und mich interessieren ja die Trophäen auf der anderen Base jetzt auch nicht so stark. Ja, dann frage ich hier nochmal an. Elixier fehlt mir noch. Elixier bekomme ich hier auch nicht mehr. Hier bekomme ich nur noch mal das dunkle Elixier. Buch der Helden wäre ganz gut. Genau, dann die geht jetzt auf Level 21. Der Barbarenkönig wird dann, wenn die Saison vorbei ist. Obwohl, nee, wenn die Saison vorbei ist, mache ich erstmal die Bogenschützen auf Level 2. Bogenschützenkönig, 22. Hier haben wir aber doch noch verloren. Aber an der Stelle würde ich erstmal sagen, was ist mit diesem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da, falls ihr es noch nie gemacht habt. Kommt gerne in diesen Clan. 24 Plätze sind noch frei. Es würde mich freuen, wenn ihr dazu kommt. Es wird auch eigentlich immer relativ viel gespendet. Und genau, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten. Tschüss!